Herzlich willkommen zu der Kniften zu Part 8 von Zelda Tears of Kingdom? Nee. Tears, nicht Kears. Tears of Yes. Kingdom. Abbrechen. So. Und das ist der letzte Part, den wir heute aufnehmen, zusammen. Keine Ahnung, ob ich heute Abend nochmal alleine spiele oder so. Aber dann wärst du traurig, wa? Heute Abend können wir zusammen. Nein, du musst morgen zur Schule. Egal. Nein, den Kampf kämpfe ich nicht mit deiner Mutter. Nein, es gibt Sachen, da muss auch ich eingestehen, nicht. Aber jetzt muss ich den ganzen Kackweg da nochmal hoch. Oder du teleportierst dich aus dem Wasser da hoch. Habe ich eben überlegt, ob das geht. Meinst du, das geht? Ah, nach oben. Ja. Ja, danke. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Nee, guck mal. Kann man, glaube ich, nicht verwenden. Nee, geht nicht. Brauchst du eine trockene Stelle. Das wäre geil. Was wert. Ob so eine Ecke hier reicht? Nee, leider nicht. Okay. Okay, also machen wir jetzt den Schund wieder. Baby, come back. Das war irgendein Song. Diesmal machen wir es so. Guck mal, und jetzt kann ich hier. Aber dann, das heißt ja, ich werde jetzt gezwungen, ein Herz mehr zu nehmen. Weil die das ja wollen. Ich erbitte ein Herz. Nee, lieber doch nicht. Ach nee, es geht nur Herz. So sei es. Ich glaube, es waren auch 4 im Vorgängerteil, nicht 5. Erhöht die maximale Anzahl deiner Kon. Da ist es. Wollte schon sagen. Scheiße. Dinge. Weißt du, für ein Abo bezahlt, nichts erhalten, geht nicht. So. Ja, wie beim Masterschwert. Genau, beim Masterschwert war das doch auch so. Aber da hast du mehr Herzen gebraucht. Oh, ich dachte schon, ich krepiere. Das war ein bisschen knapp, ne? Aber das sollte so sein. Ja, beim Masterschwert brauchtest du viel, viel mehr Herzen. Und da haben wir auch mit Tränken, mit so den gelben Herzen haben wir so ein bisschen übertrieben, dass das dann ging. Deine auch. Ja, doch vorher schon. Du hast es geschafft. Ja? Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Jetzt geht Zelda es los. Die segensreichen Lichter, die du in den Schreinen erlangen konntest, nach 4 Stunden scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang. Aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Nein, er soll länger bleiben. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Geht ins ans. Ans Herz, dass er verschwindet. Echt? Ey, ich bin bei sowas, glaube ich, echt extrem emotionslos, weil der. Was hat der Typ. Ja, der hat mir jetzt seine Fähigkeiten gegeben durch seinen. Durch seinen Arm. Aber,
Zurückcraft. Nee, hoch. Meinst du, man hätte das wieder hochbauen können? Nee, guck. Ich hab so im Gefühl, dass wir jetzt langsam runter auf die Erde. Falscher. Nehme ich. War nicht hier vorher eine Kiste, wo wir hier lang gefahren? Ich hab keine Ahnung. Dieser Drachenkorb auf meinem Rücken. Ich brauche unbedingt mal ein paar Schilde. Ich frage mich, ob Hyrule unten genauso aussieht wie bei Breath of the Wild. Oh, wird das jetzt immer... können wir das jetzt auch so peu à peu verbessern, dass wir wieder unser Masterschwert kriegen? So als dauerhafte Waffe? Das wäre cool. Vielleicht... dass es jetzt die ganze Zeit Level 1 Waffe war und wir dann aber immer eine stetige, jetzt zum Beispiel eine Level 2 Waffe, Level 3, weißt du, dass sie immer mehr besser wird. Und dass das frisst nicht. Ja, das ist immer so ein Stück mehr... Guck, es wird zurückgearbeitet. Schwer, dein Gesicht. Hä, es wird zurückgeschickt in ihre Zeit? Hä? Oh, Zelda und dieses ganze, also die Zelda-Spiele an sich und immer dieses Zeitreisen-Gedöns. Vielleicht spielt man diesmal auch ein bisschen Zelda. Dass man nicht nur Link spielt, sondern sie auch. Ehrlich, jetzt sind das die Tränen? Dieses aufgemalte Tattoo aus dem Knast, wenn man jemanden getötet hat? Jetzt sein Masterschwert weg. Horst. Da ist der Drache. Ich möchte gern meinen Gleiter wieder haben. Ja, da unten, guck mal. Link! Link! Bitte finde mich. Das war doch auch bei den Rocket Beans, dass man dann... Auf nach Hyrule. Dass man dann unten spielt. Ich weiß es nicht. Guck mal, da ist Wasser. Allgemein ist ja hier Wasser, ne? Oder du fliegst mit Gleiter runter. Wir haben keinen Gleiter. Ich meine nicht Gleiter, sondern das von hier oben mit einer Kapsel. Ah, so, ja, aber hier bin ich sicher im Wasser. Guck mal, vielleicht kann ich ein bisschen weiter rüber. Na, was meinst du? Klatsch ich auf dem Weg dazwischen auf? Das wird ein Highlight. Ey, da ist ein Dings, da ist ein Schrein. Ich habe sogar zwei gesehen. Na, guck mal, easy. Versuche ich jetzt mal auf so ein Blatt zu kommen. Okay. Kopf hoch. Ja, er ist halt super stark, ne? Wenn es halt Marshmallow hinten drauf. Aber das Schöne ist, dass überall diese Seerosenblätter sind. Dass man mit dem Schwimmen nicht so arge Probleme hat und immer abnippelt. Oh, scheiße. Ich hab kein Schild.
Diese Bockblin, was hast du gesagt? Goblin. Habe ich doch gesagt, die heißt ich nicht. Bockblin. Nein. Du hast was ganz anderes gesagt. Ey, kann ich jetzt. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Oh. Oh, ich habe kein Pferd. Muss ich die echt neu einfangen? Die sind Räder? Nee, Mann. Vielleicht kannst du ein Auto bauen. Also, ist das eine komische Idee? Nee, genau die Idee hatte ich ja auch. Ich kann mir ein Auto bauen. Erstmal hier den Boden platzieren. Ich werde erst. Was ist das? Die Achsen. Auf einmal wird das beschissene Fahrzeug hier weg. Naja, macht ja nichts. Auf einmal. Das wird nicht funktionieren, weiß ich nicht. Und dann da noch ein Propeller hinten dran. Aber wie soll ich denn dann lenken? Und einen Kocher drauf, damit du ein schönes Fahrzeug hast. Nicht so geil. Womit du dann auch kochen kannst. So. Hey. Aber wieso ist hier so viel Baumaterial? Für Wände? Kannst du sagen. Oder vielleicht kriegt man hier kein Pferd, sondern ein Auto. Und dann pfeift man und das Auto kann. Das wird sowas von komisch. Der neue Rennwagen. Also, ist es nicht so, dass es nicht funktioniert? Das ist nur in die falsche Richtung. Ja. Aber wie soll ich denn auch lenken? Da ist auch ein Schild, da haben wir noch gar nicht drauf geguckt. Materialdepot für Wiederaufbauzwecke. Bitte bedienen Sie sich bei Bedarf, bei Interesse an einem Traumhaus. Ist das Bauunternehmen Dumpstar für Sie da? Was haben wir dahinter noch? Außer dem Pilz. Hyrule-Pilz. Ah, okay. Ich muss das doch auch irgendwie lenken können. Ja gut, okay, aber ich muss ja nur geradeaus. So, wir stellen das jetzt mal hier hin. Und Propeller. Stopp. Stopp, habe ich gesagt. Aua. So. Und Propeller. Ach, wieder falsch. Mein Gott. Warte, da waren Fotos. So, hier. Ja, die hatte doch sie mit dem Schikastein gemacht. Ja, ab jetzt können wir... Schikastein. Ja, ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch bald wieder fotografieren können. Ich habe jetzt nur noch nicht geguckt, wie das klappt mit der Kamera. Das war ja sonst hier über diese Fähigkeiten, dass man hier dann... Wahrscheinlich kommt hier noch eine Kamera-App und keine Ahnung was noch. So. Da haben wir's. Wir nehmen erstmal nur einen wieder. Auf einmal gehst du. Schon wieder falsche Taste. Fährst du ins Wasser. Wo du schwimmst immer noch weiter.
Also sieht doch noch gar nicht so schlecht. Du hast geschimpft über mein Auto. Wir sollten es erstmal hochheben. Ja, vielleicht ist der Propeller doch zu nah auf dem Boden. Krieg das nicht gelöst jetzt. Ja. So, vielleicht besser. Da, 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 da. Da, 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 da. Gut, wenn wir die ganze Zeit gelaufen wären, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Jetzt ein Auto zu bauen. Goblin-Armee. Zumal ja, jetzt jedes Mal dann eh absteigen muss. Warte, was passiert, wenn du da die Zeit zurückdrehst? Jetzt was? Bei dem Ding hier? Ja. Ich will mal sehen, was passiert. Hier. Guck's dir an. Ja, setz mal zurück. Warte mal, was hat er denn jetzt? Aber damit bieten, also da gibt es ja extreme Möglichkeiten. Denn alleine durch das Hin- und Hersetzen, was und jetzt nochmal schnell, 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 schnell. Nein, ich hätte nochmal zurückgesetzt. Auf einmal werden die Teile wieder auseinandergesprungen. So, nee. Wir hätten einen Jeep bauen müssen. Okay, scheiß auf dieses Fahrzeug. Macht echt keinen Sinn. Neues. Aber Bauen. Ich habe trotzdem damit krasse Ideen. Mit dem, was eben gerade ging. Man kann damit ja Sachen durch die Luft heben. Ja. Lassen. Dann stellt man sich drauf und sagt zum Beispiel Zeit zurückdrehen. Und dann ist man oben in der Luft. Weißt du? Nee, gegen den kämpfe ich jetzt nicht. Hier, das Lager reicht schon. Aber weißt du, was ich meine? Dass du das als Plattform nutzen kannst. Du legst es irgendwo oben ab, holst es zurück und dann lässt du die Zeit zurücklaufen von dem Gerät. Das war ja auch mit diesem Stein, dass da vorher runtergefallen ist und dadurch kannst... Und versuch mal mit dem Leuchter hier... Nein, mit dem Leuchter... Was das dann bringt? Ja. Auf einmal leuchtet das da. Damit schießt man diese Blumen. Und die leuchten dann. Was passiert mit einer Chili? Das will ich nicht testen, weil ich damit noch kochen will. Bisschen höher, weil der noch nicht so weit kommt. Hier brennt einfach mal alles. Die Hütte brennt. Eine voll gute Idee. Ich wollte mir erst noch... Ach scheiße, ich wollte die gerade verarschen. Nehme ich hier. Weißt du? Fick dich. Oh, er hat mich gesehen. Scheiße. Hey. Brauche unbedingt ein Schild. Bam, 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 bam. Opa. Was hatte der hier? Rostiger Zweihänder. Ich würde den... Buffer, ich habe eine Idee mit dem rostigen Zweihänder. Ja, sag an. Nimm den rostigen Zweihänder. Ja, und? Geh nach oben. Ah. Und da ist doch diese Lanze und die zusammentun. Ja. Oh. Ja, erstmal muss ich sie sowieso nehmen. Achso. Aber den rostigen Zweihänder mit der rostigen Lanze
Ja. Da ist noch ein verrostetes Schwert. Warte mal. Kann ich auch so machen? Ah, falsche Fähigkeit. Da. Oh. So. Okay, jetzt haben wir ein Schwert vorne dran. Das ist einfach nur eine starke Lanze. Aber ich glaube, mit dem Zweihänder wäre stärker gewesen. Weil er ja selbst schon so stark ist. Dann zusammen kombiniert. Starkes Ding. Ach, du kannst es ja lösen. Ich kann es auch lösen, ja. Geflügel. Jeder mag. Oh, da war noch was. Nochmal Geflügel. Überall ist jetzt dieses Baumaterial. Also das ist schon darauf ausgelegt. Wiederaufbau, verstehst du? Also es ist schon darauf ausgelegt, dass man immer mal wieder was sich bauen kann. Oh, hier, das ist so ein großer wieder, so ein dicker. Okay, also die Monster haben sich nicht stark verändert. Das sind die gleichen Früchtchen wie vorher auch. Das ist wieder ist so ein Lager. Ist da oben das Schloss immer noch so böse? Das weiß ich ja nicht. Oder ich weiß, wie... warum das immer noch so ist. Weil doch dieser eine, das Master-Schwert zerstört hat. Vielleicht taust der jetzt da oben und dann ist das dein Endgegner. Ah, und die starken Bomben fehlen auch noch, die man hatte. Ne? Wir konnten noch immer diese unendlichen Bomben. Ich wollte jetzt den Donnerding. Passiert, wenn du. Da brennt einer. Oh, hier ist ein Schild. Ja, dann habe ich wieder ein Schild. Damit Feuer kommt? Nee. Jetzt mal als normales Schild. Guck mal, da kommt ein Stein. Hast du das gesehen? Ja. Und diese Steine, das hatte man schon in irgendeinem Video gesehen halt. Sehr schön. Felsbrockhammer. Waffentasche ist voll. Ah, was nehmen wir dafür raus? Oh. Das ja, das. Und damit können wir nochmal kämpfen vorher. Feuer. Jo. Mit einem Schuss. Oh, das ist... auch Holzpfeile. Aber jetzt sind die Holzpfeile wichtig geworden. Oh, die sind die ganze Zeit wichtig. Nein. Du meinst aber im Gegensatz zum alten Spiel, weil jetzt du eigentlich alles aus dem normalen Holzpfeil machen kannst. Ja. Mit Bomben, Pipapo, ja, das stimmt. Wo ist der Stein jetzt? Das Ding war da hinten. Aber die Lanzen... finde ich okay. Ich meinte nicht das, die Waffe, sondern... Aber so viele Holzpfeile hat man bei dem anderen nicht gekriegt. Nee. Ich würde gerne noch so eine Reiselanze mitnehmen. Die Frage ist nur, was ich dafür rausschmeiße, weil das ist alles gut. Aber die Art der Verbindung, ne? Erstmal damit weiterkämpfen. Ah, guck mal, das geht nicht. Dafür ist das zu schwach. Dass man sich daraus dann halt gleich so starke Keulen basteln kann. Guck mal, da steckt auch ein Pfeil, den kann ich aber nicht nehmen. So, oh, wir müssen weiter nach links. Da war, glaube ich, der
Okay. Er ist doch irgendein Stein runtergeflogen. Ach so, ja. Da hinten, aber... Nee, du wolltest ihn doch zurücksetzen. Das willst du jetzt mal sehen, oder was? Ja. War das nicht der hier vorne? Ja, der hier vorne, glaube ich. Guck mal, da ist wieder was um Hyrule-Schloss rum. Ja, dann ist das der... Meinst du, wurde zurückgesetzt in die Dingszeit? Mhm, okay, das ist so ein Teil. Warte mal, dann setze ich mich da drauf. Also das hatte ich leider auch schon im Trailer gesehen, deswegen ist das jetzt ein bisschen ärgerlich, dass man, dass uns das durch den Trailer, naja. Archipel des inneren Hyrule. Von wo wurde der? Ja, shit. Jetzt schnell. Ja. Was denn? Wieder N machen. Achso, meinst du, das geht nochmal? Ja. Noch höher? Ach, das kann man mehrfach machen. Ja, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich dachte, das muss so aufladen. Der ist aus dem Himmel ge... Nee, wir gehen noch höher. Nee. Stand-by-Modus. Du hast recht, es passiert nichts mehr, oder? Warte. Gut. Yeah. Ich will mal sehen, was ich kann. Du hast recht, hier ist Feierabend. Ey, warum fliegt da einfach so aus dem Himmel? Vielleicht ist er von ganz oben gekommen. Oh, scheiße, das war dumm, das war dumm. Ich habe mich selber erschlagen mit dem... Okay, aber das passt ganz gut. Das ist nicht ganz eine halbe Stunde. Wir beenden jetzt mal hier. Weil, zum Titelbildschirm. Ich hoffe, meine lieben Freunde, ihr hattet Spaß damit. Wir haben jetzt 8 Parts, haben damit so den ersten Part mit den fliegenden Inseln zurück wieder nach Hyrule. Und ich denke, ja, ist ein geiles Spiel. Ist ein richtig gutes Spiel. Macht mir Spaß. Ich wünsche euch was. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.